Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, was jetzt schon quasi ein Jahr in Planung ist. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Dachi und das ist meine beste Freundin Sophie. Und wir machen dieses Video deshalb, weil wir jetzt gerade vor einem Jahr aus Serbien zurückgekommen sind und gesagt haben, wir machen dazu mal ein Video und beantworten euch ein paar Fragen. Und jetzt so ein Jahr später haben wir mal die Chance genutzt und machen das jetzt. Ist halt viel passiert. So. Und nach einem halben Jahr passt es nicht, sondern ich finde, wenn so ein Jahr rum ist und so ein Jahr drüber nachdenken und sacken lassen, kann man mal wieder drüber reden. Das war nämlich beabsichtigt, dass wir das jetzt ein Jahr später nicht hier machen. Also. Ja, jedenfalls haben wir die Fragen zusammengetragen. Ich habe die hier und dann lesen wir die mal vor. Und ich werde die sicherlich auch noch einblenden, damit, falls ihr zwischendurch weißt, worum es geht, nochmal die Frage lesen könnt. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Wie seht ihr, nachdem ihr dort wart, die vergangene Berichterstattung hier bei uns im Vergleich zu euren Vor-Ort-Erfahrungen? An sich fand ich es, es gab eine ziemlich gute Berichterstattung. Da waren, auch als wir da waren, immer Leute mit Kamera vor Ort oder mit Fotoapparaten und so, die halt auch in die Baracken reingegangen sind und sich mit den Menschen vor Ort auch auseinandergesetzt haben. Was mir natürlich nicht gereicht hat, war die Menge an Informationen. Also ich fand, es kam sehr viel nicht an. Also es kam sehr wenig an in Deutschland in den Nachrichten und ich finde, das hätte einfach mehr Präsenz haben müssen, weil die Situation einfach überaus schrecklich war. Und auch über einen längeren Zeitraum. Also es war ja wirklich, wurde ja wirklich nur berichtet, als es wirklich akut war, als es so fucking kalt war, dass wirklich gar nichts mehr ging. Und ja, irgendwann wurde dann halt einfach nicht mehr drüber berichtet. Genau, so. Dann waren wieder Plusgrade oder es waren nur noch minus 1-2 Grad und dann war es... Also okay. Hat man nicht wirklich ein Interesse dazu und hat nachgeforscht, was man finden kann, dann ja, von alleine kam da jetzt nichts in den Nachrichten oder so. Und ich habe auch tatsächlich zu dem, wie es dann mit den Baracken und so weiterging, auch nur nicht viel gefunden, aber das kommt gleich nochmal in einer anderen Frage. Mhm. Frage Nummer 2. Hattet ihr ein bisschen Schiss, so als Mädels abends da in der Stadt die Straßen lang zu gehen, gegebenenfalls noch mit Filmkamera in der Hand? Nö. Kurz und knackig, nö. Also Belgrad, also wir waren ja, es war ja wirklich mitten in der Stadt, es war Touri-Gegend, da waren viele Leute und wir waren ja auch drei, jetzt fummel ich mir die ganze Zeit im Gesicht rum, Entschuldigung, aber wir sind ja auch drei selbstbewusste Frauen und hatten da überhaupt gar keine Ängste, uns da frei durch die Stadt zu bewegen. Ja, und ich meine, Menschen sind Arschlöcher überall auf der Welt. Hat für mich keinen großen Unterschied gemacht. Frage Nummer 3. Wie haben sich Behörden, Ordnungsleute etc. gegenüber euch verhalten? Als wir die Fragen zusammengetragen haben, dachte ich erst so, ja, war doch nichts. Aber Sophie hat mich dann auf was aufmerksam gemacht, was ich schon wieder total verdrängt habe. Da gab es nämlich jeden Tag einen Mann, dem wir begegnet sind und dem wir jeden Tag Geld geben mussten, damit wir auf diesen Parkplatz bei den Baracken überhaupt drauf dürfen. Ja, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, dass man dem Menschen Geld zahlen muss, damit man mit seinem Essenswagen durchfahren und die Menschen unterstützen kann, hatte dieses Häuschen, in dem er drin gesessen hat und seine Schranke bewacht hat, noch ein Hakenkreuz an die Wand gemalt. Das war echt ätzend. Also da wollte man eigentlich am liebsten jeden Tag mit einem anderen Wagen als mit Essen gefüllt hinfahren. Das richtig. War echt, echt richtig schlimm. Ja, und vor allen Dingen haben wir auch nie den gleichen Preis bezahlt. Das war, wir haben immer anders viel oder anders wenig bezahlt. Ja. Also da konnte man noch so oft sagen, wir sind hier, um die Menschen zu versorgen. Nö, ohne Geld mag meine scheiß Schranke nicht auf. Aber ansonsten gab es da nicht wirklich viele Sicherheitsleute. Also ab und zu kam da mal so ein Pickup irgendwie angefahren, wo so gruselige Leute drin gesessen haben, was ja nach Polizei aussah. Aber das beruhte eigentlich auf gegenseitige Ignoranz. Also. Finde ich schön. Das ist ein schöner Ausdruck, gegenseitige Ignoranz. Frage 4. Würdet ihr weiter an solchen Unterstützungen teilnehmen? Ja, aber dass das überhaupt eine Frage ist. Auf jeden Fall. Spießfrage. Nein, Quatsch. Aber ja, definitiv. Da ist auch schon was in Planung. Mal gucken, ob das was wird dieses Jahr. Aber an sich ist es was, was unheimlich bereichernd ist. Und deswegen möchte ich das weiterhin tun. Richtig. Wir hatten ja ursprünglich geplant letztes Jahr schon. Wir wollten im Sommer nochmal hin oder irgendwo anders hin, aber ja, ist ja leider immer nicht so einfach mit der Planung. Dann kommt das Leben dazwischen. Geld braucht man für dies leider ja auch und deswegen hat das nicht geklappt. Aber wir haben ja zum Glück viele großartige Leute kennengelernt, mit denen wir uns jederzeit in Verbindung setzen können, um weitere Dinge zu planen. Mhm. Und nicht zu vergessen,
Unser Jugendclub des Dosto in Bernau macht ganz, ganz großartige Arbeit mit geflüchteten Menschen, mit Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen. Und ja, ich bin glücklich, dass es diesen Jugendtreff gibt, dass wir so wunderbare Sozialarbeiter haben. Und auch wenn man da nicht immer was macht, aber ab und zu mal da sein und in die Runde lächeln, ist ziemlich schön. Stimme zu. Frage 5. Man hört oder bekommt ja immer wieder in Gesprächen über die Flüchtlinge mit, dass viele Deutsche Angst davor haben, in Klammern oder gar die Wut in sich tragen, dass Deutschland islamisiert werden könnte. Wie war es für euch vor Ort? Ja, als wir die Fragen durchgegangen sind, haben wir auch schon besprochen, dass wir da eigentlich großartig viel nicht von mitbekommen haben. Wir haben weder mit vielen serbischen Menschen zu tun gehabt, und die, mit denen wir zu tun hatten, waren super cool und links und haben sich keineswegs negativ darüber geäußert. Nee. Da gab es halt nur Unterhaltungen zwischen den Menschen, dass es Situationen auch in Belgrad gab, wo es antifaschistische Demonstrationen gab, die nicht nett verlaufen sind von Seiten der Polizei, ja. Hat aber an sich jetzt nichts mit Islamisierung oder Refugees zu tun. Tja, keine Ahnung. Und an sich da, also wenn die Frage darauf bezogen wäre, ob man von Islamisierung seitens der Flüchtlinge was gemerkt hat oder der Geflüchteten, muss ich sagen, ja. Also es war schon ein krasser Kulturschock, also gerade wenn man irgendwie eine Frau ist und anders aussieht. Und das waren ja nun wirklich eigentlich zu fast 100% Männer. Also ich glaube, wir haben eine Frau gesehen, also eine Familie, die halt noch zusammen war. Ansonsten waren es nur Männer und Jugendliche. Und das war schon krass. Also ich meine, besonders Dachi war halt voll im Fokus so. Aber an sich war das alles mega nett und total zuvorkommend und sehr, sehr interessiert und auch mit so einem Bewusstsein für, hey, ich weiß, ich komme aus einer anderen Kultur. Das ist alles ein bisschen anders bei uns oder ganz schön anders teilweise auch. Erzählt doch mal von dem, wie es halt in Deutschland gerade ist und wie ihr lebt. Und das fand ich super schön. Ja. Das war echt toll. Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ja, fand ich auch. Es war so, wir hatten da so viele unheimlich wundervolle und liebevolle und interessierte und auch süße und lustige Unterhaltung. Nee, es war wirklich toll. Also da gibt es gar nichts, worüber man irgendwas Negatives sagen könnte. Nee. Das war ganz wundervoll. Also eher im Gegenteil, dass man echt darüber lachen musste, so, weil man sich dann angefangen hat, so ein bisschen drüber lustig zu machen über so manche Dinge. War schon cool. Frage Nummer 6. Hattet ihr je das Gefühl, schlechter behandelt zu werden oder gar merkwürdig angestarrt zu werden? Da ist wieder die Frage, von wem. Ja, ne? Genau. Also das ist so, von den Geflüchteten war das, ja, was wir ja gerade schon gesagt haben, wurde man echt krass angeglotzt und ja, hier, du siehst aus wie eine Barbie und du siehst aus wie, oh Gott, du hast so viele Namen gehabt, keine Ahnung. German Mafia war ich, wegen meinen Tattoos. Am ersten Tag hat einer mich gefragt nach meinen Tattoos und war interessiert und dann hat das einen anderen erzählt und dann war German Mafia, ey, Mafia und so. Ja, aber und einer fand mich auch gruselig. Hat er nicht irgendwas gesagt? Irgendjemand fand mich gruselig. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, manche Unterhaltungen, wenn sie so in Grüppchen zusammengestanden und geredet haben und so gezeigt haben, glaube ich, dass es für einige schon irgendwie gruselig war, wie man da aufgetreten ist oder wie wir aufgetreten sind. Aber fand ich jetzt nicht irgendwie abwertend oder irgendwie unangenehm. War total in Ordnung. Und man musste halt so ein bisschen gucken, dass man so auch Abstand hält, dass man irgendwie nicht den Menschen zu nahe tritt oder seine eigene Komfortzone irgendwie aufrecht erhält. Aber nicht aus unangenehmen Gründen, sondern einfach, weil man, glaube ich, einfach ziemlich interessant war. So. Und aus Belgrad-Sicht, also die Serben. Ich erinnere mich an diese eine Situation in der Tram. Da standen wir in der Tram und wir sind angehalten an der Haltestelle. Und dann war so ein dicker alter Mann, der, weiß ich nicht, auf sein Handy guckte hoch. Guckte runter und dann guckte er nochmal so hoch in die Bahn und guckte uns hinterher, während die Bahn dann weiterfuhr. Das war das Einzige, aber es war nicht mal das war irgendwie abwertend oder so. Ja. Dach gesagt, er guckt uns an. Ja. Naja, aber. Ja, ich meine, es war halt auch Winter so. Die meisten, ne, haben eher so einheitsbrei Klamotten an und auf einmal kommen da Leute mit bunten Haaren an. Von oben bis unten voll mit Suppe und nach Zwiebel stinkend. Ja. Also merkwürdig anstarren, ja, schlecht behandeln, nein, definitiv nicht. Nein. Frage Nummer 7. Was war generell eure größte Angst, bevor ihr Frage Nummer 7. Was war generell eure größte Angst, bevor ihr eure Reise gestartet habt? Also eigentlich, hauptsächlich würde ich sagen, hatte ich Angst vor emotionaler Überforderung, weil man ja wusste, man fährt da in ein krasses Krisengebiet und ich dachte mir schon, ich werde da überhäuft mit
verschiedene Emotionen von Wut, Angst, Trauer, Hass und Scham auch. Scham, weil es uns so viel besser geht als den anderen. Aber ansonsten hatten wir noch für irgendwas Angst. Ja, wir hatten schon irgendwie Angst, dass irgendwie unser Auto krass durchsucht werden könnte. Ja. Oder dass uns irgendwas weggenommen wird vielleicht an der Grenze oder so. Ja. Das ist so krass. Also ich hatte auch eher Angst vor der Reise, dass es halt irgendwelche korrupten Polizisten oder Zollbeamten gibt, die uns unseren Bus auseinandernehmen und uns dann irgendwie Sachen, die wir spenden wollen oder unser Geld irgendwie abziehen oder so, weil es blödes Vorurteil vielleicht, das Problem ist einfach, dass es Menschen schon passiert ist. Also es gab schon Hilfstransporte, denen es genauso ergangen ist und deswegen hatte ich davor einfach Schiss, so drei Frauen und so ein Dude im Auto, in so einem klapprigen Kackauto, so, da hatte ich halt einfach mega Schiss vor und halt auch vor dieser emotionalen Überforderung und ich hatte halt auch Angst, dass so richtig live in Farbe zu sehen und zu riechen. Also das ist halt irgendwie, stimmt, man sieht es so im Fernsehen und man kennt es so aus deutschen Verhältnissen, so platt wie das klingt, aber in so Baracken zu kommen, die halt Non-Government-Dinger waren, die halt keine Unterstützung hatten und deswegen halt auch richtig scheiß hygienische Umstände, davor hatte ich Angst. Also die Gerüche, dieses die Menschen auch anzufassen und zu fahren und ihnen sagen zu müssen, wir können dich nicht mitnehmen. Das ist ziemlich, ziemlich bitter gewesen. Davor hatte ich Schiss. Ja. Verständlicherweise. Ja, war ja auch kacke. Ja, war ja auch, war ja auch alles genauso. Also bis außer, dass unser Bus auseinandergenommen wurde. Der ist von alleine auseinandergefallen. Mhm. Aber ich muss sagen, emotional haben wir uns alle sehr gut auf einem guten Level gehalten. Wir haben zusammen geweint alle, wir haben zusammen gelacht, wir haben uns selber gute Laune gemacht und wie man ja auch in dem Belgrad-Video sehen kann, in dem zweiten Teil, glaube ich, dass wir halt auch beim Kochen lustige Musik gehört und getanzt haben. Und das muss man einfach machen, sonst geht man krachen. So. Absolut. An dieser Stelle kann ich auch allen noch mal ans Herz legen, die Videos dazu zu sehen. Die sind in der Playlist, die verlinke ich euch auf jeden Fall. Ich habe auch, als wir dort waren, jeden Tag einen kleinen Facebook-Post geschrieben mit Fotos dazu. Den hab ich, die habe ich alle in einen langen Eintrag gepackt auf meinen Blog. Den könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr Bock habt. Und so, Frage Nummer 8. Wie ist die Stimmung oder auch das Verhalten der Einheimischen dort gegenüber dem Lager und der Flüchtlinge? Keine Ahnung. Haben wir echt nichts mitbekommen. Wir waren ja echt wirklich jeden Tag damit beschäftigt zu arbeiten und dann abends ins Hostel. Da haben wir, wie gesagt, coole Leute gehabt und hauptsächlich waren wir dann auch unter uns oder mit den Leuten zusammen, mit denen wir gearbeitet haben. Hab da jetzt, also man hat es auch tatsächlich nicht so mitbekommen eigentlich, wenn man durchs Stadtbild gefahren ist. So, man sieht da diesen schicken Bahnhof, da sind massenweise Zäune mit riesen Bildern drauf, was da mal hin soll an die Stelle. Und dahinter waren erst die Baracken. Also es war tatsächlich, obwohl es mitten in der Stadt war, gar nicht so präsent eigentlich. Hm. Aber was man natürlich mitbekommen hat, ist, dass es ja offensichtlich nicht gewollt war, dass die Menschen da waren, weil da ja so wenig Unterstützung war, also von Leuten, die halt da vor Ort waren. Also ich empfinde das als wenig Unterstützung von Menschen, die halt da waren, was ich halt gesehen habe. Also ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß nicht, wie das ist. Und ich weiß aber, dass sich dann schon auch, währenddessen wir sogar noch da waren, Gruppen oder eine Gruppe eingeschaltet hat, die direkt aus Serbien oder sogar Belgrad, stimmt, gekommen ist, die dann... Belgrade hießen die doch. Ja? Ich glaube, ja. Weiß also ich nicht. Die dann was gemacht haben. Allerdings spiegelt das ja nicht wieder, was so der Großteil der Menschen da denkt. Richtig. Frage Nummer 9. Gab es Menschen, die eure Hilfe strikt ablehnten? Nein. 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 Frage Nummer 10. Was hat sich seitdem in eurem Leben verändert? Sehr viel Wertschätzung für das, was man hat. Also fließend Wasser aus dem Hahn, was man trinken kann, ohne Angst zu haben, dass man krank wird. Bett. Ein Bett zu haben, ein eigenes Bett zu haben, ein sauberes Bett zu haben, saubere Klamotten zu haben. Warme Klamotten. Duschen gehen zu können, überhaupt Schuhe anzuhaben. Also ich meine, ich finde es im Frühling und Sommer teilweise schon kacke ohne Schuhe. Und da waren Menschen, die waren im Winter ohne Schuhe unterwegs. Also alles das, was so für uns selbstverständlich ist, bevor man rausgeht in die Kälte, wie man sich anzieht, auch was man zu essen bekommt. Also ich meine, hey, schwieriges Thema. Da wurde zwar bei Hot Food Indomeni immer super gut gekocht und es waren mega tolle
Lebensmittel, die da verarbeitet worden sind, und es war total lecker. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mir das nach einer Woche echt aus den Ohren rausgekommen ist und ich hatte keinen Bock mehr, das zu riechen. Ich konnte es nicht mehr, also ich wollte es auch irgendwann nicht mehr essen, weil es dann einfach so viel war. Und die Menschen kriegen das jeden Tag, also oder haben das jeden Tag bekommen, monatelang so. Und das ist krass. Also ja. Ich bin glücklich, dass ich selber einkaufen gehen und entscheiden kann, was ich mir für mein Geld kaufe und was nicht. Richtig. Die Freiheit einfach, die man hat, dass man überall hingehen kann, wo man will, machen kann, was man will, seine Freunde und seine Familie jederzeit sehen kann und einfach nicht in Gefahr schwebt. Also so Sachen, die einfach für jeden, der in Deutschland geboren ist, eigentlich selbstverständlich sind. Ja, oder rückblickend weiß man auch seine Jugend einfach mehr zu schätzen. Ich meine, da waren 15- und 16-Jährige, die ohne ihre Eltern einfach nur mit sich selber und ihren Freunden auf der Flucht waren. So, ich meine, was haben wir gemacht mit 15, 16 so? Ja, halt einfach, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und das ist was, ne? Jeden Tag genießen und wissen, was man hat, das ist schön. Trotzdem vergisst man es auch immer wieder. Ja, na klar. Und ich meine, ja, schwierig. Nächste Frage, die finde ich ein bisschen witzig. 11. Frage, wie lange habt ihr noch nach Hause gebraucht? Also insgesamt waren wir 18 Stunden unterwegs. Boah, ich habe keine Ahnung. Also bis da, wo unser Auto stehen geblieben ist, da waren wir noch nicht lange unterwegs. Nee. 2 Stunden und 3. Also ich glaube auch, es müssen so 16 bis 18 Stunden gewesen sein. Und Tim ist die ganze Zeit gefahren. Die ganze Zeit. Und ich dachte, wenn der jetzt einpennt. Ja, ich glaube, dafür war, also weiß ich nicht, aber noch zu aufgeregt und aufgewühlt, als dass er dann da hätte pennen. Der hatte wahrscheinlich also die nächsten 16 Stunden wahrscheinlich 180 Puls. Saß am Steuer. Das war aber auch eine Scheiße. Das war richtig scheiße. Ihr habt vergessen, den Tank voll zu machen. Wie? Okay, gut. Frage Nummer 12. Wie geht es dort weiter mit den Camps? Beziehungsweise kann man jetzt sagen, wie ging es dort weiter mit den Camps? Denn die wurden im Mai komplett abgerissen, um dort eine Mall hinzubauen. Sehr luxuriös, sehr fancy. Schick hinterm Hauptbahnhof in Belgrad. Ja. Und tatsächlich wissen wir gar nicht, was mit den Geflüchteten passiert ist, die da vor Ort waren. Ob sie dann in die offiziellen Camps gegangen sind und sich registriert lassen haben oder ob sie ihre 7 Sachen gepackt und weitergemacht haben. Also wir haben ja da, als wir da waren, schon mitbekommen, dass sich Gruppen wieder auf den Weg gemacht haben, weil es einfach absolut aussichtslos war. Tja, und so viel dann nochmal zur Nachrichtenerstattung, ne? Also zur Berichterstattung. Das ist einfach der absolute Witz. Ja. So, du kriegst es einfach nicht mit. Du hast keine Ahnung. Selbst wenn du jetzt recherchierst und nachforscht irgendwie im Internet, findest du einfach keine vernünftigen Informationen. Du müsstest jemanden vor Ort irgendwie kontaktieren, der da so involviert war, dass er halt einfach Informationen hat. Aber ansonsten ist halt platt gemacht. Ich habe einen Artikel in der Weiß darüber gefunden, wo eben berichtet wurde, wie das abgerissen wurde für diese beschissene Drecksmall. Und wie die viele Leute einfach nicht mal Zeit hatten, ihren Kram zu packen. Hot Food Idomeni wurde dann an eine andere Gruppe weitergegeben, die quasi das auch unter dem gleichen Namen weiterleiten, aber es sind halt andere Leute dann. Mhm. Aber ja, wer den Artikel gerne lesen möchte, ich verlinke euch den natürlich auch. Und ansonsten, wie gesagt, wir hatten eine Weile, als wir zurück waren, noch Kontakt mit anderen Leuten, haben ab und an mal gefragt, aber viele sind ja dann auch irgendwann wieder nach Hause. Ja, also weil es auch einfach, ich meine, wenn man sich auch jetzt Europa noch anguckt, wie viele Baustellen es noch gibt und wie viele Menschen einfach noch auf der Strecke bleiben, was einfach nicht mehr groß in den Medien kursiert. Es muss halt überall immer noch geholfen werden. Richtig, richtig. So. Deswegen also am besten immer, also wer Bock hat zu helfen, einfach gerne auch uns schreiben oder recherchieren. Man findet schnell geile Gruppen, die helfen. Und es finden sich immer irgendwelche Gruppen, die weitervermitteln, die wissen, wo sind gerade Brandherde. Letzten Sommer hat uns einer aus der Gruppe noch geschrieben, der war zu dem Zeitpunkt dann in Frankreich, hat geholfen. Neulich wurde mir erzählt, dass in Griechenland immer noch Hilfe gebraucht wird. Und ja, also ich meine, nur weil es nicht mehr in den Nachrichten kommt, ist diese ganze Geschichte noch lange nicht vorbei. Sie ist Sea-Watch, kann ich nur empfehlen, dass ich da... Wer nervenstark ist, kann sich da ja informieren. 13. und letzte Frage. Wie war es für euch, über die Grenzen zu fahren, an der... Oh, ich könnte jetzt schwer heulen. Soll ich vorlesen? Ja.
Wie war das für euch, über die Grenze zu fahren, an der die Geflüchteten aufgehalten werden? Ja, die Reaktion sagt alles, würde ich sagen. Ich fange einfach mal an. Es war echt krass. Also aus, sind wir da aus Serbien raus und nach Ungarn rein? Ja. Das war richtig hart. Also das war richtig krass. Also ich meine, die ungarische Grenze ist ja eine echt harte Grenze, wo uns die Geflüchteten vor Ort auch erzählt haben, dass es da heißt, dass sie dreimal drohen zu schießen und beim dritten Mal tun sie es auch. Inwiefern das jetzt wirklich passiert ist und wie häufig das passiert ist, weiß ich nicht. Aber das sind halt so Gerüchte, die kursiert sind, warum sie halt gesagt haben, dass sie versuchen, über andere Möglichkeiten dahin zu kommen, über gefrorene Seen und Flüsse irgendwie zu fliehen. Was echt mega hart ist. Und dann stehen wir da und müssen erstmal anstehen, damit halt unsere Passports kontrolliert werden können. Und dann haben wir alle unsere Ausweise nach vorne gegeben und der Typ, der uns da kontrolliert hat, hatte halt nichts Besseres zu tun, als zu fragen, was wir da machen. Wir haben halt gesagt, wir kommen aus Belgrad, haben da irgendwie Urlaub gemacht. Und dann fragt er uns, warum wir nicht nach Afghanistan oder Syrien fahren. So, da ist doch schönes Wetter. Und da dachte ich zum ersten Mal so, okay. Ja. Also ich hatte wirklich den Gedanken, ich möchte dir ins Gesicht spucken, weil ich einfach so sauer war und ich das eine Frechheit fand. Und mit diesem ekelhaften, suffisanten Lächeln noch in seinem widerlichen Gesicht, ey. Genau, also er wusste halt genau, wo wir herkommen und was wir sind. So, ich meine, das hat man uns wahrscheinlich einfach angesehen. Und dann so einen Kommentar vom Stapel zu lassen und dann uns noch so einen sexistischen Spruch hinterher zu drücken, war halt echt krass. Und dann zu wissen, okay, wir kommen jetzt trotzdem durch, werden nicht gefilzt und nicht durchsucht. Doch, wir wurden durchsucht. Ja, wir mussten noch hinten. Ja, nur den Kofferraum aufgemacht. Also okay. Die haben ja nirgendwo reingeguckt. Haben die nicht auch in die Schiebetür reingeguckt? In die Schiebetür, die Seitentür aufgemacht und in den großen Raum reingeguckt? Ja, aber ist jetzt nicht so, dass wir durchsucht worden sind. Also ich hätte mit mehr gerechnet. Ja, so. Das stimmt. Also ich hätte, also so gemein wie das klingt, aber man baut sich halt irgendwann seine Vorurteile auf. Ich hätte damit gerechnet, dass wir krass gefilzt werden. Mhm. So, er hat uns auch noch nach Marihuana gefragt. Aber ich glaube, das war eher so ein... Haha, ich bin lustig. Ja. Und das war auf jeden Fall krass. Also das ist ja auch was uns vorher von Anfang an auch beschäftigt hat, dass wir wieder nach Hause fahren. Einfach so über die Grenze. Einfach, und weil dann, man deutsch ist und einen deutschen, fucking deutschen Pass hat. Und dann stehen wir da zwischen den Baracken mit unserem kackklapprigen Bus und dann machen die Männer in den Baracken sich Sorgen um uns, wie wir denn mit diesem klapprigen Auto durch die Gegend fahren wollen. Tja. Und natürlich kamen auch Fragen, warum können wir nicht nach Deutschland? Was ist da? Und nehmt uns doch einfach mit und so eine Sachen. Ja. Und dann stehen wir da und müssen erstmal erklären, was die Politik in Deutschland macht und wie viel wir wissen von dem, was passiert, was nicht passiert. Ja, und sich im Namen von Deutschland zu rechtfertigen, ist ein Gefühl. Schrecklich. Und das ist echt. Also, das war hart. Ja. An dieser Stelle will ich auch euch noch einen ganz tollen Film ans Herz legen. Der ist von dem lieben Jeremy Martin. Den habe ich auch schon in einem Belgrad-Video verlinkt und auch in meinem Blog-Eintrag. Aber den Jeremy haben wir dort kennengelernt in Belgrad. Und der war schon in Griechenland mit dabei und hat dort einen jungen Mann bei seiner Ankunft in Griechenland und bei seiner kompletten Reise begleitet und eine Dokumentation daraus gemacht, die wahnsinnig herzergreifend ist. Und ich lege jedem wirklich ans Herz, sich die Zeit zu nehmen und sich die anzugucken. Es ist ungefähr eine Dreiviertelstunde, das ist nicht viel Zeit. Und es ist Hammer, es ist krass. Mir fehlen immer wieder die Worte, das richtig zu beschreiben. Schaut euch die an, gerade wenn euch das Thema jetzt irgendwie interessiert hat oder wenn ihr noch mehr wissen wollt. Und ich hoffe einfach, wir konnten die Fragen gut beantworten und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr. Ja, möchtest du noch was sagen? Nee, ist halt schlimm. Also man denkt halt lange nicht drüber nach und dann macht man so ein Video und macht nochmal so eine Zeitreise. Und das ist übel. Also ich wünsche mir halt immer noch so sehr, dass ich einfach irgendwann in Berlin oder in Bernau sitze, auf einer Bank, im Park oder keine Ahnung, oder ich laufe einfach irgendwo lang und dann läuft mir eins dieser Gesichter über den Weg, was sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt hat. Das würde ich mir wünschen, dass sie es einfach geschafft haben, alle. Ja. Einen haben wir bei Facebook gefunden. Ja, dann war das Geheule groß. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Es war jetzt ein bisschen
ja, wie Sophie schon sagt, Zeitreise und... Ja, ich meine, wie gesagt, es ist ein Jahr später. Und ich meine, überleg mal, wie sehr uns das schon trifft. Was ist denn... Nee, ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay, ich glaube, wir beenden das Video jetzt. Tut mir leid, mir wurde auch schon gesagt, dass das dritte Video aus der Belgrad-Reihe auch ein sehr abruptes, bitteres Ende hat. Aber was soll man da machen? So, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr kommentiert und irgendwie noch Fragen stellt, falls ihr noch Fragen habt. Und die Ohren offen haltet bei solchen Aktionen, ob man nur selber mitmacht oder ein paar Taler spendet. In dem Video über Hot Food Idomeni erzähle ich auch, wie viel das gekostet hat, für so viele Menschen jeden Tag zu kosten, und es war einfach nichts. Ja, und deswegen hilft einfach jeder scheiß Euro. Kathi stellt gerade Taschentücher für uns hin. Deswegen, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Danke fürs Interesse an dem Thema. Vielen Menschen kommt das ja schon aus allen Ecken, Ohren, Kanten und Spalten und überall raus. Es ist aber wichtig. Richtig. Nicht weggucken. Richtig. Mhm. Das ist die Moral dieses Videos. Nicht weggucken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüssi. Tschüss.